Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video gibt es neben neuen Infos zur aktuellen Season auch die neueste Shop-Rotation für morgen 24. September. Also bleibt dran. Ab morgen 24. November gibt es einen neuen Shop. Ihr habt sicherlich schon im Newsfeed gelesen. Kena und Rott sind ja jetzt erhältlich. Rott hatten wir schon. Steht ja auch unten drin. Vom 21. bis 23. September. Und Kena ist vom 24. bis 26. September erhältlich. Und so sieht das Ganze aus. Neben dem Unterteil und dem Oberteil, welche jeweils 5 Kronen kosten, bekommen wir in der Mitte das Outlaw-Gesicht für 2 Kronen. Schwarz mit grünen Augen. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und wir haben, glaube ich, das erste Mal 3 legendäre Sachen gleichzeitig im Shop, oder? Ich hoffe, ihr habt alle genug Kronen zusammen. Insgesamt 12 Kronen kostet der ganze Spaß. Und ich kann nur sagen, dass ich mir die 3 Sachen holen werde. Dann kommen wir zu den weiteren Infos. Es gab jetzt erste Bilder zu dem 5. Friends Update und zwar ging es um das Layout der verschiedenen Screens. Hier habt ihr zum Beispiel einmal den Battle Pass, der sieht auch ein bisschen anders aus und ihr könnt auf der rechten Seite sehen, dass wir auch einen Button haben, um Level zu skippen. Ob das schon im 5. Friends Update kommen wird oder ob das im Mid-Season Update kommen wird, das kann ich noch nicht sagen. Allerdings würde so dann der neue Battle Pass aussehen. Und hier auf dem nächsten Bild haben wir nochmal ein weiteres Layout für den Battle Pass. Jetzt sehen wir unten bei den Leveln auch unterschiedliche Farben, die je nach Seltenheitsgrad angepasst sind. Zum Beispiel in Lila, wenn es etwas Episches ist, oder Orange, wenn es etwas Legendäres ist. Was auffällt ist, dass jetzt der Einstellungsbutton ganz rechts ist, gar nicht mehr unter den Kacheln in der Mitte, sondern nach ganz rechts gewandert ist. Auch hier kann ich nicht sagen, wann es kommen wird, ob es dann im 5. Friends Update kommen wird, im Mid-Season Update oder vielleicht sogar erst in Season 6. Das müssen wir alles noch abwarten. Und als nächstes habe ich noch den Showscreen für euch. Der wird sich auch etwas verändern. Der sieht dann so aus. Ich denke, daran kann man sich auf jeden Fall gewöhnen. Und dann gehen wir nochmal in die Showliste rein. Und dann sehen wir, wenn wir weiter runter gucken, ab dem 16.10. kommt wieder Extreme Fall Guys. Ihr kennt die Show, sobald ihr einmal runterfallt, seid ihr direkt raus. Da gab es ja nur eine bestimmte Anzahl an Level, die wurde jetzt erweitert. Insgesamt sind 4 Level dazu gekommen. Einmal Wolkenrennen, dann Rollweg, dann Dschungelwirrwarr und Dschungeljump. Die 4 Level sind jetzt in den Extreme-Modus dazugekommen. Also ab dem 16.10., wenn Extreme Fall Guys wieder kommt, sind jetzt auch diese Level mit dabei. Und zuletzt macht er noch ein weiteres Gerücht die Runde. Zwar soll es ein Riesenteamspiel geben. 30 gegen 30 soll der Modus heißen. Ob das dann tatsächlich kommen wird, jedenfalls ist es in den Überlegungen der Entwickler. Und am Ende wird es dann so ausgehen, dass das Team, was gewinnt, sofort Kronenscherben bekommt. Also alle 30, die im Gewinnerteam sind, bekommen dann Kronenscherben. Was haltet ihr denn von dieser Idee? Schreibt es mir ruhig in die Kommentare unten rein. Credits für die ganzen Infos gehen natürlich wieder raus an @crankyfg und an @fgpancake. Geht auch gerne mal bei ihnen auf der Twitter-Seite vorbei. Die haben immer die neuesten Informationen für uns, was Leaks angeht. Außerdem habe ich jetzt einen neuen Discord-Server. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Kommt gerne vorbei, schließt euch der Gang an und bleibt auch dort immer up to date, was Fall Guys Infos angeht. Das war's für dieses Mal. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ooh, 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 ooh!